Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um mein Event, was jetzt demnächst auf uns zukommt. Und ich werde euch zeigen, was da draußen in der Wildnis so passiert, was auf uns alles zukommen wird. Ihr könnt natürlich gerne mir einen Gefallen tun, Daumen da lassen schon auf jeden Fall und das Ganze mit euren Kollegen teilen. Denn meiner Meinung nach, Freunde, wird es hier extrem wild und ich bin gespannt, was da genau Epic Games fort, beziehungsweise was da tatsächlich auf uns zukommt. Denn das ist höchstwahrscheinlich die Einleitung zum Event, zu der neuen Season. Ihr wisst ja selber, Freunde, zu jedem Event gibt es immer so ein, zu jeder Season gibt es immer ein Event. Beispielsweise Eiskönig damals, dann wo die Monster gekämpft haben und. Also es gibt extrem viel da. Aber Freunde, bevor es damit losgeht, würde ich jetzt sagen, dass wir ganz kurz und knackig zu meinem PC rüber switchen und ich euch da diese ganze Information zeige. Da sehr viele Informationen, also sagen wir mal, das sind zu viele Informationen, um sie alle jetzt nach und nach einzublenden. Bevor wir aber darüber gehen, Freunde, zeige ich euch hier auf der Karte etwas. Und zwar sind wir jetzt hier in der Mitte der Map und hier, Freunde, sollen einige Dinge vergoldet werden. Das Gemälde da oben, das Sofa hier unten, dann wenn wir hier rüber gehen, Freunde, wird dieser Globus, das Sofa nochmal vergoldet, dann oben wird einmal, Moment, genau, dieses Sofa, der Fernseher und die Toilette plus das Bad wird vergoldet. Und aktuell wissen wir nicht genau, warum das so ist, aber Leute haben eine Theorie. Und deswegen, Freunde, switchen wir jetzt kurz und knackig zum PC rüber. Alles, was ihr jetzt sehen werdet, ist natürlich hier komplett mit Belegen, alles drum und dran, also die Leaker, könnt ihr auch selber nachgoogeln und so selber nachschauen. Ihr seht, so sieht das Ganze aus, wenn es vergoldet ist, Freunde. Die ganzen vergoldeten Sachen kann man auch nicht kaputt machen. Ihr seht, hier ist die Toilette vergoldet, dann hier die Couch, wo ich euch gezeigt habe, der Fernseher und unten im anderen Bereich das Sofa und der Globus. Und ganz hinten wird dann nochmal halt das, was ich euch gezeigt habe, das Gemälde und auch das Sofa vergoldet. Aktuell ist man sich nicht bewusst, warum das Ganze so ist, ob es tatsächlich mit diesem Katzen-Event etwas zu tun hat oder nicht. Natürlich kann ich euch das Ganze nicht sagen, oder ich weiß es halt aktuell leider nicht, aber das wird sich natürlich langsam herausstellen. Was ich euch schon mal sagen kann, ist, Freunde, dass das, was jetzt auf uns zukommt, etwas mit diesem Logo hier unten zu tun hat. An der Toilette seht ihr diesen Dokumentordner und da ist so ein Auge drauf. Und damit hat es auf jeden Fall etwas auf sich. Denn das Auge dort ist höchstwahrscheinlich von diesem Katus das Auge von diesem Riesenmonster. Und das ist vielleicht die Geheimakte zu dem Kollegen und vielleicht verbirgt sich da etwas Interessantes dahinter. Aber die Leute haben noch krassere Vorstellungen. Auf jeden Fall gibt es 5 Phasen, aktuell ist natürlich nichts davon Gold, was ich euch gezeigt habe, aber das soll nach und nach sich aktualisieren und ihr seht selber, als letztes gibt es dann Phase 5 und dort ist dann alles in Gold und so wie ihr es gesehen habt. Das heißt, es wird ein Event sein, was nach und nach sich aufbaut und wir live beobachten. Aber jetzt, Freunde, kommt das Interessante und zwar ist schon seit mehreren Wochen dieser Oro-Skin in den Ingame-Files und hier steht goldener Schatz. Der Kollege hier hat eventuell mit den ganzen Geschehnissen etwas zu tun. Warum? Werde ich euch gleich zeigen. Und zwar, Freunde, seht ihr hier unseren Kollegen und dann habt ihr hier nochmal ein Bild und zwar ist es so von so griechischen alten Erzählungen, Überbringungen und das soll Midas darstellen. Und wenn ihr jetzt seht, Freunde, hier wurde geschrieben, der berühmteste König Midas ist der griechischen Mythologie bekannt für seine Fähigkeit, alles, was er berührt, in Gold zu verwandeln. Spielt der Oro-Skin eine Rolle in dieser Geschichte? Genau das, meine Freunde, ist die Frage. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich etwas damit zu tun hat, weil es könnte natürlich Sinn machen, dass die ganzen Items jetzt nach und nach Gold gemacht werden. Ich persönlich denke, dass es auch auf jeden Fall die Einleitung dazu ist, um in die neue Season zu kommen. Vielleicht hat der Kollege auch etwas zu tun mit der neuen Season. Man weiß es nicht. Bis jetzt, Freunde, gab es ja immer wieder auch sowas in der Art. Der Eiskönig gibt es als Skin, Mech-Anführer, dieser komische Alien da, den wir besiegt haben. Und noch viele weitere Sachen von Events gibt es als Skins. Und das klingt mir plausibel, dass der Kollege was damit zu tun hat. Das Event geschieht, der kommt dann in den Shop. Wir können uns den abholen. So kann ich mir das Ganze vorstellen. Ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze auf uns zukommen wird, aber eure Meinung wäre natürlich trotzdem gefragt. Was haltet ihr davon, Freunde? Denkt ihr, diese ganzen vergoldeten Items haben eine Rolle oder ist es einfach nur ein Ziel freizuschalten? Ich denke nicht, wenn es ein Ziel freizuschalten gäbe, dann würde es keine 5 Phasen geben und da würde nicht so ein mysteriöser Ordner da einfach rumchillen. Und ja, mehr gibt es dazu auf jeden Fall auch nicht zu sagen. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare und ich würde mich dann jetzt hier an der Stelle verabschieden. Wir hören uns dann soweit im nächsten Video, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps.
Cause you got that. Cause you got that. Cause you got that.